Hallo, willkommen hier ist Grubb und ich heiße herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Five Nights at Freddy's 4. Es gibt mehrere neue News auf Steam und es gibt ein neues Bild, was ziemlich krass ist. Wir fangen aber einfach mal direkt mit den News an, weil ich glaube, die sind so ein bisschen wichtiger, was das Spiel an sich betrifft. Und zwar hat Scott am 20. Oktober eine Ankündigung auf Steam gemacht, auf der er nochmal was über das Halloween-Update gesagt hat. Und es haben ja viele Leute gedacht, ja okay, am Halloween-Update kommen einfach vielleicht dieses Cheat-Menü rein und es kommt vielleicht noch dieser Challenge-Mode rein. Das war's dann im Prinzip. Aber nein, er macht nämlich zwei verschiedene Spiele zu FNAF. Er wird so machen, dass er einmal diese Hauptversion hat, einfach das Update für das normale Spiel, was auch immer noch mit der Story zu tun hat. Also da wird einfach dieser Challenge-Modus reinkommen, da werden ein paar Sachen vielleicht verändert und alles mögliche. Also kleinere Änderungen, die eigentlich nur fürs Spiel an sich eine Änderung haben, aber nichts an der Geschichte verändern. Aber dann will er noch ein zweites FNAF machen, und zwar die FNAF 4 Halloween Edition. Und die wird ein eigenes Spiel und die hat nichts mit der Story zu tun. Das heißt, alle Sachen, die wir dann in diesem FNAF Halloween-Ding sehen, haben nichts mit der Story zu tun. Da müssen nicht irgendwas hineininterpretieren wie der Kürbis, der steht da, weil damals hat ein Kind einen Kürbis gegessen, hat den geklaut und dann ist er zum Animatronic geworden. Ich schwöre. Das ist also einfach so ein ganz kleiner Fun-Modus, wo einfach nur die Sachen sind, um einfach ein bisschen Spaß zu haben, wo wahrscheinlich auch alle Gegner anders aussehen würden. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass also Halloween-Editions oder irgendwie sowas in der Richtung sind, überlegen Kürbisse rum und keine Ahnung. Auf jeden Fall wird diese Version, falls es mit Steam nicht klappt, auch kostenlos verfügbar sein auf anderen Seiten. Das heißt, selbst wenn ihr Five Nights at Freddy's 4 nicht gekauft habt, könnt ihr diese Halloween-Edition spielen, was ziemlich fucking cool klingt, muss ich sagen. Ich bin mir nicht genau sicher, ob man vielleicht doch das Spiel dafür braucht, damit es funktioniert. Aber Scott hat dir ganz unten gesagt, falls es über Steam nicht klappen sollte, wird er auf GameJolt diese Halloween Edition einfach hochladen. Und das klingt ziemlich cool. Das heißt, sie haben bei diesem Halloween-Event einfach wesentlich mehr bekommen, als sie am Anfang erwartet haben. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Spiele. Einmal das Hauptspiel mit dem Challenge-Mode, da werde ich natürlich jeden Challenge machen. Alle Cheat-Dinger werde ich ausprobieren. Ich werde alles machen, was in irgendeiner Form geht. Und dann einmal diese Halloween-Edition. Und in dem Hauptgame wird es auch noch ein updated Minigame geben. Ich weiß nicht, worum es da genau geht, aber irgendein kleines Minigame kommt dazu. Vielleicht was mit Balloon Boy oder Girl, je nachdem, wer das ist oder ob es damit irgendwas zu tun hat. Eine andere Sache, worüber das Minigame sein könnte, bekommt man mit, wenn man auf die Scott Games Seite geht, die offizielle Seite von Scott, wo er mal wieder ein neues Bild geupdatet hat. Und zwar seht ihr hier dieses Bild, da erkennt man nicht viel, wenn man es nicht sehr krass erhält. Aber auf jeden Fall, wenn ihr dieses Bild runterladet, dann bekommt ihr mit, dass da steht, Don't wake the baby. So heißt nämlich diese Datei. Also wecke das Baby nicht auf. Möglicherweise hat das irgendwas mit dem Minigame zu tun, weil ich meine, das klingt ja wie eine Aufgabe, die man machen soll. Vielleicht gibt es irgendein Minigame, wo man auf irgendein Baby aufpassen muss oder irgendwas in der Richtung, das vielleicht vor den Animatronics beschützen soll oder so. Aber auf jeden Fall sehen wir hier was Krasses, wenn wir das mal ein bisschen erhellen. Wenn man das Bild langsam erhält, sieht man das Ding im Hintergrund, was von der Körperform her aussieht wie Puppet, aber wesentlich krasser und gruseliger aussieht. Ich bin mir genau sicher, was das ist. Ich schätze mal, es ist Puppet. Einfach von dieser Form, vom Körper her, wüsste ich nicht, was sonst sein soll. Das Ding sieht auf jeden Fall unglaublich creepy aus. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was das sein soll. Ich habe hier sonst auf dem Bild sonst eigentlich nichts entdeckt. Das ist irgendwie das einzige Geheimnis, was man sieht, wenn man es auffällt. Und ich glaube, mehr sollte auch nicht dabei sein. Aber eins habe ich mitbekommen. Wenn ihr euch oben Scott Games anguckt, merkt ihr jetzt, es ist einfach zufällige Reihenfolge, diese gelben Lichter aufleuchten. Ich glaube, wir haben da nicht ganz recht gehabt. Ich glaube, die Punkte haben überhaupt nichts damit zu bedeuten, in welchem Teil irgendwas war. Ich glaube einfach jetzt wirklich, dass dieser Titel einfach nur im Laufe der Zeit immer orangener wird und an dem Tag, wo das Halloween-Update rauskommt, ist der komplette Titel in Orange. Ich glaube nicht, dass irgendwas bedeutet. Ich habe am Anfang gedacht, komm, da ist doch bestimmt irgendeine versteckte Nachricht. Aber um auf die Geschichte von Five Nights at Freddy's zurückzukommen, falls ihr euch erinnern könnt, ich habe ja mal ein Story-Video über alle Teile gemacht, vor allem über den vierten Teil. Das sollte ich vielleicht nochmal angucken, wenn ich nicht daran erinnern könnte. Sehr interessant, da habe ich euch die komplette Geschichte aus meiner Sicht erklärt und ich habe euch auch gesagt, dass ich davon ausgehe, dass das kleine Kind, was am Ende vom vierten Teil, also vor dem vierten Teil, geschichtsmäßig gestorben ist, sehr wahrscheinlich zu Puppet geworden ist. Falls ihr euch jetzt nicht denken könnt, warum ist das so, guckt einfach das Video an, ich habe es euch da genau erklärt. Und ja, jetzt schaut mal auf dieses Bild. Puppet kommt aus diesem Bett raus und liegt sogar in diesem Bett, in dem das kleine Kind gestorben ist. Entweder hat es überhaupt nichts zu sagen und Scott gibt keinen Fuck mehr, oder es ist ein sehr, sehr, sehr großer Tipp darauf, dass wir wirklich Puppet sind und ich mit meiner Theorie wirklich recht hatte. Und alle Sachen, die wir erlebt haben, sind wir einfach, bevor wir zu Puppet geworden sind. War eine Theorie von mir, ich finde, jetzt wirkt sogar noch realistischer, indem man das hier gemacht hat. Aber ich meine, ich weiß nicht mehr. Vielleicht versuchen wir mittlerweile zu viele Sachen aus irgendwelchen Informationen zu fischen, die überhaupt nichts mehr bedeuten. Weil ich meine, wenn ihr euch oben einfach nur dieses Scott Games Ding anguckt, ist glaube ich auch einfach nur komplett random und da ist nichts versteckt. Otges. Das hat nichts zu bedeuten. Ich glaube, das
I don't know. Auf jeden Fall ist das so meine Analyse von diesem Bild. Ich glaube, sonst gibt es nicht viel mehr, was sonst versteckt ist. Wir sehen eigentlich das ganz normale Bild, was wir in Five Nights at Freddy's auch sehen, plus die Puppet oder was auch immer das Ding ist. Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen aus wie Gary, wie SpongeBobs Hausschnecke von den Augen her, wie es so mit den Stielen nach oben geht. Aber kommt wahrscheinlich darauf an, wie man es erhält hat. Und dann würde ich auch sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann auch im nächsten Video. Und gleich um 20 Uhr streame ich Five Nights at Freddy's 4 auf Twitch. Ist unten verlinkt. Einfach mal reingucken. Bis gleich.